mit allem Strom des Spottes und der Qual ohne Zahl auf dich. Sündentil gefällt, auf dich Sündentil gefällt, der mit allem Strom des Spottes und der Qual auf dich. Und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hin, bis dass ich dorthin gehe und bete. Und nahm zu sich Petrum und die Zwillingssöhne Zebedäum und fing an zu trauern und zu zagen. Ein wenig fiel nieder auf sein Angesicht,
betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.
Sie schlafend und sprach zu Petro: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Ihr Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Andern Mal ging er aber hin, betete und sprach: Mein Vater, ist möglich, dass dieser Kelch von mir gehe? Ich trinke ihn denn, so geschehe mein Wille. Er kam und fand sie schlafend, und ihre Augen waren voll Schlafs. Und er ließ sie und ging aber mal hin, betete zum dritten Mal und redete dieselbigen Worte. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn in der Sünder Hände überantwortet wird. Stehet auf, lasset uns gehen. Hier ist wahr, ihr mich verrät. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas der Zwölfen einer und mit ihm eine große Schar mit Schwerten und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Verwandte jenes Staubes, die in ihr kurze Augenblicke bewohnt und dann in ihn zurücke versinkt. Ach, wie der Wind bewaffnet wilder Unverstand jetzt eure Fäuste, wie der Den, der auf dem Cherub fährt und aus der Hand mit leidig diesmal nicht den Donner lässt, der schon erwacht auf euch herabzubrechen. Er hält schonend ihn zurück. Der Herr des Himmels lachet des Tobens, eines sterblichen, empörten Haufens. Ein allmächtiges Wort verkündet ihn der Schau. Er zeigt ihm schonen den, der dort nicht schonen wird, wann er den Himmel neiget, den Sohn des Ewigen. Thank you.
mit Schwert und Stangen, erregte Schlangenbrut, erregte Schlangenbrut. Hinweg, hinweg, hinweg mit Schwerten und Stangen, erregte Schlangenbrut, erregte Schlangenbrut. Hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesu und sprach, gegrüßet seist du, Rabbi, und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, warum bist du kommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesu und griffen ihn. Und siehe, einer aus denen, die mit Jesu waren, reckte die Hand aus und zog sein Schwert aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinest du, dass ich nicht könnte meinen Vater lieben, dass er mir zuschickte, werden 12 Legionen Engel. Aber die Schrift erfüllt, es muss also gehen. Süßer Sand, sag uns, was geht.
sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen, als zu einem Herrn, mit Schwerten und mit Stangen mich zu fahren. Bin ich doch täglich gesessen bei euch und habe gelehret im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist alles geschehen, das erfüllet werde die Schriften, die Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Gegriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, dahin die Schrift gelehrt und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von Ferne bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und setzte sich bei die Knechte, auf dass er sähe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und die Ältesten und der ganze Rat suchten falsch Zeugnis wider Jesu, auf dass sie ihn töteten und funden keines. Und wie wohl viele falsche Zeugen herzutraten, funden sie doch keines. Lächerlicher Triumph, wenn Lügen und Verleumdungen in stetem Widerspruch mit sich selbst der Wahrheit aufsiegen wollen. Wenn Lügen und Verleumdungen in stetem Widerspruch mit sich selbst der Wahrheit aufsiegen wollen. Lächerlicher Triumph, lächerlicher Triumph, wenn Lügen und Verleumdungen in stetem Widerspruch mit sich selbst ihre Wahrheit aufsiegen wollen. Wenn Lügen und Verleumdungen in stetem Widerspruch mit sich selbst ihre Wahrheit aufsiegen wollen. Frevler, seht, so stumpf sind die Waffen, die euch wider den Verschmähten in den göttlichen Propheten Sieg verschaffen und die Unschuld fällen sollen. Seht, so stumpf sind die Waffen, die euch wider den Verschmähten
verschmähten, in den göttlichen Propheten Sieg verschaffen und die Unschuld fällen sollen. Triumph, wenn Lügen und Verleumdungen in stetem Widerspruch mit sich selbst der Wahrheit aufsiegen wollen. Wenn Lügen und Verleumdungen in stetem Widerspruch mit sich selbst der Wahrheit aufsiegen wollen. Lächerlicher Triumph, lächerlicher Triumph, wenn Lügen und Verleumdungen in stetem Widerspruch mit sich selbst der Wahrheit aufsiegen wollen. Wenn Lügen und Verleumdungen in stetem Widerspruch mit sich selbst der Wahrheit aufsiegen wollen. Zu zwien falsche Zeugen und sprachen. Ihr habt gesagt, ich kann den Tempel Gottes umbrechen und den Raum Priester stund auf und sprach zu ihm: Antwortest du nicht zu dem, dass diese widerlich zeugen? Aber Jesus schwieg stille. Und der hohe Priester antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagest, doch sage ich euch, von nun an wird's geschehen, was ihr sehen werdet des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, ihr habt seine Gotteslästerung gehört. Was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Du bist des Todes schuldig, bist des Todes schuldig, bist des Todes schuldig, bist des Todes schuldig, bist des Todes schuldig. Thank you.
speieten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Endlich aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Wir, der so gern sein Leben wagt, ja, ihr, der fällt, der Glaubensheld, ihr Helden zittert, Petrus fällt, er fällt. Vor einer Magd. Als er aber zur Türe hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwur dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten herzu, die da stunden, und sprachen zu Petro: Wahrlich, du bist auch einer von verfluchen und zu schwören: Ich kenne des Menschen nicht. Und also bald krähte der Hahn. Menschenfreund.
mir, so kräht ihr an. Und Petrus weint, Petrus weint. Alle hohen Priester und die Ältesten des Volkes einen Rat über Jesu, dass sie ihn töteten und bunden ihn und führeten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das sah Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereute es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten. Sie das Tod.
die Silberlinge in den Tempel, hub sich davon und erhängte sich selbst. Verklaget ward von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er.
du nicht? Wie hat sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also, dass ich dir Lampiger sehr verwunderte. Auf das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit, im Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor anderen, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe, Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickte sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du mich zu schaffen mit diesem Gerechten? Ich habe heute viel erlitten im Traume von seinetwegen. Aber die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten, Jesum aber umbrächten. Ist's möglich, tut ihr dies und wird Gediener jenes Tempels, wie euch, welch Ärgernis gebiert hier die Macht des schlüpfrigen Exempels? Ihr winkt und mit vermehrtem Schrecken seh ich den tollen Schwarm durch euch in Glut gesetzet, Tigern gleich die Klauen nach der Unschuld strecken. Schwangere Wolken ohne Wasser. Reint ich das, bauet das, bauet das, reint ich das, reint ich das, bauet das. Boten Gottes, Gottes Hassel, bauet das. Schwangere Wolken ohne Wasser. Reimt sich das, baue das, reimt sich das. Reimt sich das, Boten Gottes, Gottes Wasser. Baue das, reimt sich das, baue das, baue das. Sie schreit noch lauter, Barabbas, Barabbas, Barabbas. Boten Gott.
Gottes Hasser, schwangre Wolken ohne Wasser. Reimt sich das, baut das, baut das, reimt sich das, reimt sich das, baut das. Boten Gottes, Gottes Hasser, bauet das. Schwangere Wolken ohne Wasser. Reimt sich das, baue das, reimt sich das. Reimt sich das, Boten Gottes, Gottes Wasser. Baue das, reimt sich das, bauet das, bauet das. Nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zwillen, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Lasst ihn getan. Sie schrien aber noch mehr und sprachen: Lass ihn Trompeten zum Rauben und Töten, die Losung in wildem Geschwirr, in wildem Geschwirr, in wildem Geschwirr. So hauchen die Bürger Trompeten zum Rauben und Töten, die Losung in wildem Geschwirr, in wildem Geschwirr. So hauchen die Bürger Trompeten zum Rauben und Töten, die Losung in wildem Geschwirr, in wildem Geschwirr. Stürzen im Getümmel die Tränen, dort in großer Not, und vor dem Ungeheuer Wut entsetzt sich der Himmel und seufzet Menschlichkeit mit dir. Vor dem Ungeheuer Wut entsetzt sich der Himmel, entsetzt sich der Himmel und seufzet Menschlichkeit mit dir.
Trompeten zum Rauben und Töten, die Losung in wildem Geschwirr, in wildem Geschwirr, in wildem Geschwirr. Trompeten zum Rauben und Töten, die Losung in wildem Geschwirr, in wildem Geschwirr. So hauchen der Führer Trompeten zum Rauben und Töten, die Losung in wildem Geschwirr, in wildem Geschwirr. Pilatus sah, dass er nichts schaffete, sondern fiel ein größer Getümmel fort. Nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blute dieses Gerechten, seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Gekreuziget würde. Da nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und satzten sie auf sein Haupt und eine Rohr seine rechte Hand und beugte die Knie vor ihm und sprachen: Gegrüßet sei zu dem König. Gruß, so grüßt ruhigen Sohn, voll finsterm Frevelmut und Rache schreien Blut des Redlichen, des Treuen fließet nach dem befleckten Friedenswort. So tödlich grüßte dort das Kind des Unglücks, der Verräter und sein. O Gott, war es ein Gruß und sein, die Hölle nennt ihn Kuss, macht tausendfache Missetäter. Nein, Heiland, so entweiht ist nicht mein Gruß, ihm folgen kann ihn dies entehren. Ihm folgen Zähne der Liebe und der Dankbarkeit. Thank you.
fällten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führeten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon, den zwungen sie, dass er sein Kreuz trüge. Teileten sie seine Kleider und warfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los. Und sie saßen all da und hüteten Saal. Und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursache seines Todes und war geschrieben: Dies ist Jesus, der Thank you.
Du stehst nicht still.
Desgleichen auch die hohen Priester spotteten sein, samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen. Die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie. Der Ruf ist gegen Elias. Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen sprachen,
Das erwürgte Lamm verbürgte mir den Sieg.